Okay, jetzt sind wir live. Wunderbar. Dann begrüße ich euch mit Verspätung, aber trotzdem mit dem 9. Wochenspruch nach Ostersonntag. Vergessend meine Willenseigenheit, erfüllet Weltenwärme, sommerkündend mir Geist und Seelenwesen. Im Licht mich zu verlieren, gebietet mir das Geistesschauen und kraftvoll kündet Ahnung mir, verliere dich, um dich zu finden. Also es ist jetzt die Steigerung dessen, was in den vergangenen Wochen sich schon angekündigt hat, immer mehr mit dem Bewusstsein in die Außenwelt einzutauchen, aber immer mehr in ein traumhaftes, ja vielleicht dann gegen Sommer zu sogar schlafendes Bewusstsein hineinzukommen. Und es geht jetzt immer mehr in eine Bindung weg. Ja. Mal gucken. Jetzt können wir eigentlich Werbung einblenden, ne? Oder? Was könnten wir denn bewerben? Deine Mickey Maus. Meine Mickey Maus? Ja. So überzeugend aus. Ich habe mir schon gedacht, ich kenne dich eigentlich nur so in diesem in diesem Modus. Nicht das Grillen, es ist doch, wenn die Sonne scheint, wird immer das Grillen beworben, damit man ja nicht denkt, es ist zu trocken oder so, aber man kann immer noch grillen, oder? Das ist doch, also im Wetterbericht, sobald irgendwie gutes Wetter angekündigt ist im Sommer, wird sofort empfohlen zu grillen. Also holt alle euren Grill raus. Heute wird gegrillt. Ja, wer weiß, was da für Verbindungen sind. Tja, wer weiß. Welche Interessengruppen? Die Grill. Vorhersage. Funktioniert. Ja, wo bleibt Wolfgang? Ich glaube, es ist in seinem Sinne, wenn wir weitermachen, meint ihr nicht? Mhm. War bloß ja, gerade mitten Sinn. Im Satz irgendwie. Ja. Was sagst du, Sabine? Aber mitten im Satz. Ja. Ah, da kommt er. Sorry, jetzt ist schon wieder weg gewesen. Jetzt bin ich wirklich über den Hotspot von meinem Handy drinnen. Okay. Es war schon wieder weg. Gut. Magst du den Spruch noch mal langsam... Genau. Es dreht weg, kurz. Nur gesehen, dass die Bilder... Renat, wir schlagen vor, wir fahren einfach fort, wenn du nochmal hakst, dann machen wir einfach weiter, ne? Und dann machen wir weiter, ja. Ich hoffe, es sollte gehen jetzt, aber okay. Macht es weiter. Aber den Wochenspruch habt ihr ja noch mitbekommen, oder? Ja. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es damit. Okay, gut. Dann bin ich mit der Zusammenfassung dran. Und ich hatte aber so meine Herausforderung, wobei ich ja echt das Gefühl hatte, beim letzten Treffen, da war ich so voll drin und dachte so, ja, ich weiß alles. Als ich mir dann den Text angeschaut habe, dachte ich so, oje, vielleicht doch nicht. Und so ging es mir auch ein bisschen mit der Zusammenfassung. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Und deswegen, ich versuche es einfach, vielleicht helft ihr mir ja, wenn ich es dann irgendwie doch nicht mehr ganz zusammenkriege. Ich fand, also rückblickend auf unser Gespräch, letzte Woche, da haben wir sehr stark auch über, wie könnte so ein Modell aussehen. Also haben wir überlegt, anhand von Beispielen, ein Bäckerbetrieb oder so, haben wir eben geguckt, wie könnte das umgesetzt werden. Und da hat sich mir nochmal wirklich so ganz klar, so das ist so der Hauptpunkt, den ich irgendwie beim letzten Treffen so hatte, dass es eben nur von dem einzelnen Menschen ausgehen kann.
und dass es eben kein Konstrukt ist und dass eben nicht von oben über die Gesellschaft oder über eine Person auch gestülpt werden kann. Und das war für mich zumindest beim letzten Mal so wirklich nochmal ein Wachrüttler, dass ich da das Gefühl hatte, ja jetzt, also der Hinweis kommt immer und immer und immer wieder, aber da hat es dann irgendwie so ein bisschen Klick gemacht. Genau, das war für mich eigentlich so fast der wichtigste Punkt, aber es ging ja um noch andere Sachen. Und es ging eben vor allem auch um die Bezahlung, also wie die Entlohnung ist, hatte ich jetzt das Gefühl. Und da war für mich sehr eindrucksvoll, dass Rudolf Steiner da eben beschreibt, dass, dass also die Entlohnung eben nicht von dem Staat festgelegt werden kann, sondern nur von demjenigen, der das Produkt festlegt, nachdem er geprüft hat, was braucht er für die Erzeugung, also was ist der Bedarf, um dieses Produkt überhaupt herzustellen. Und da ist auch erstmal nicht die Sprache davon, jetzt hier in dem Abschnitt, den wir gelesen haben beim letzten Mal, was er zum Leben braucht. Also darum ging es nicht, sondern wirklich erstmal nur um die Erzeugung eines Produktes. Und dass das eben wichtig ist, dass, also das war für mich dann auch wieder, kam dann so ein Gedanke, es ist natürlich klar, dass dieses Verständnis demjenigen, der ein Produkt erzeugt, automatisch auch da ist, wenn die Nachfrage nach diesem Produkt eben da ist. Und genau, dass deswegen eben auch eine Würdigung für denjenigen, der dieses Produkt erzeugt, der sich die Mühe macht, jetzt ein Produkt herzustellen, dass der auch die Würdigung dafür bekommt, was er eben halt auch braucht. Also nicht nur die Bezahlung für den Aufwand oder für das Material, was er da herstellt, sondern eben auch, dass das gewürdigt wird, also dass die Leistung, die er da erbringt, anerkannt wird. Und das würde natürlich automatisch auch das, was wir heute haben, diesen Überfluss an Produktion, würde automatisch auch zurückgehen, wenn eben wirklich nur auf Nachfrage produziert wird. Also wenn die Nachfrage da ist, dann wird dieses Produkt bestellt. Und das fand ich auch nochmal interessant hier in dem letzten Absatz von dem Abschnitt, den wir gelesen haben, dass Rudolf Steiner eben sagt, dass es in der heutigen Zeit, also und ich glaube, das ist heute auch immer noch so, also zu seiner Zeit, aber ich glaube, es ist auch heute noch so, gibt es eben diesen Aberglauben, von dem er da spricht, dass der Staat oder aus der Wirtschaft Maßnahmen eingeleitet werden, die zu einem sozialen Organismus führen. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Hinweis eben auch nochmal darauf, wie wichtig das ist, dass das eben von einem einzelnen Menschen kommen muss. Das kann eben nicht der Staat oder das Wirtschaftsleben hergeben, sondern das muss wirklich von den einzelnen Menschen kommen. Ja, ich glaube, das war es soweit. Vielleicht ein bisschen chaotisch. Ja, das war sehr gut, finde ich. Finde ich auch, ja. Ein nicht einfaches Kapitel. Mhm. Ja. Danke. Ich hoffe, es war verständlich, ja. Ja, doch. Vielen Dank, Laura. Und ich fand den zentralen Punkt ja eigentlich ganz zu Anfang, vor allen Dingen, dass du herausgestellt hast, dass es nicht was Übergestülptes ist, sondern bei genau. Dass der Mensch da im Mittelpunkt steht für sich. Ja. Ja. Das haben wir ja an den letzten Malen auch immer wieder mal hier und aber auch mal dort irgendwie wie herausgefunden, auch nochmal. Ne? So. Und trotzdem ist es immer wieder eine Überraschung für mich. Also weil ich eben auch selber merke, es ist trotzdem, dieser Aberglaube hat sich wirklich ausgebreitet. Ja. Gesellschaft. Und da hängt man selber auch mit drin. Ja, ja, ja. Der prägt uns total, finde ich, heute. Also für die meisten ist was anderes ja kaum denkbar, als so wie es halt ist jetzt.
Ja, insbesondere, dass man irgendwelche Dilemmata über den Staat lösen möchte. Ich glaube, das ist ja einfach in den Köpfen überall. Es ist so fest. Verurteilt. Ja, wenn was verändert werden muss, dann über Gesetze, ja. Irgendwie so. Oder ja. Über wirtschaftliche, ja, wirtschaftliche ja. Maßnahmen. Aber ich finde auch den Gedanken interessant, eben mit dieser Bezahlung, dass die, weil es heißt ja immer, das muss über Tarifverträge gehen. Ja? Also die, das wird gerechter, wenn das über Tarifverträge ja. Und dass das aber nach diesem Modell halt irgendwie davon ausgeht, wie viele Bedürfnisse jemand hat oder in was für einer individuellen Situation mhm. derjenige ist. Richtig, und so würde das gelöst. Da würde jemand, der vielleicht eben, so haben wir ja schon gesagt, so praktisch schwierigere Lebensumstände hat und da einfach würde dann mehr bekommen und ein anderer würde vielleicht sagen, ich nehme weniger, weil ich nicht so viel brauche irgendwie so, ja. Und das ja. ist ja, und das finde ich ja, also ich weiß, ich kann mir zwar jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie das so gelöst werden soll, wenn die Firma ein bisschen größer ist, aber als Gedanke ist es natürlich total, kommt einem sehr plausibel vor oder sehr einleuchtend ja. als, als Grundgedanke. Dass das irgendwie nicht und es würde ja auch diese Urangst, der Urangst, die wir momentan haben. Wir haben ja nicht nur momentan gedanklich den derzeitigen Broterwerb vor Augen, sondern auch den künftigen. Mhm. Also wir sind ja eigentlich ständig am Sammeln und Vordenken nach dem Motto, dass ich im Alter auch was habe und wenn die Kinder studieren und all das. Das ist meine ja. ständigen Ruhelosigkeit. Und angenommen, man wäre jetzt in so einer dreigliedrigen Gesellschaft drin. Man wüsste, hey, ja. wenn ich in Zukunft mehr bräuchte, weil die Kinder studieren wollen, dann wird es da sein. Aber jetzt ist gar kein Anlass da. Das könnte einen ja doch sehr entspannen. Also eine Vorstellung, wenn das Modell Wirklichkeit wäre, schon, weil da wäre so eine Verantwortung irgendwie da füreinander, wo man, auf die man sich auch verlassen könnte, irgendwie so, ne? Ja. Und es würde auch viel mehr, das fällt mir gerade noch ein, was in dem Abschnitt auch drin war, dass es eben ein Verwalten der Fähigkeiten wird und nicht ein Verwalten der Arbeitskraft. Mhm. Sondern dass eben die Menschen da, wo sie sich wohlfühlen, wo sie der Meinung sind oder eben auch die Fähigkeiten dann haben, was bewirken zu können, dass sie da auch wirken dürfen. Also wirklich frei entscheiden können, was sie machen wollen. Ja. Mir ist auch der Satz noch sehr in Erinnerung, dass de facto die individuellen menschlichen Fähigkeiten gelähmt sind. Ja. Durch diese falschen Maßnahmen. Also sehr viel Potenzial liegt brach. Also zur Zeit. Da liegt viel brach einfach, ja. Wo wir doch, oder ich zumindest, immer wieder, ja, wo sind die Leute, ne? Wo sind die Ideen? Also wo ja. müsste doch alles sprudeln davon. Ja. Aber diese Lähmung erklärt eigentlich auch, gell? Mhm. Dass es nicht so erreichbar ist oder zu sein scheint. Also diese Fähigkeiten. Das zeigt sich ja auch in den großen Umfragen zur Arbeitszufriedenheit. Ja? Ich habe es nicht genau im Kopf, aber ich glaube, das sind so um die 80% der Angestellten, die machen ihren Job wegen des Geldes, ja, mehr oder mhm. weniger. Ja. Das sind ja ungeheure Zahlen. Ja. Ja. Das heißt, der Großteil macht eigentlich gar nicht das, was mit seinen Fähigkeiten wirklich zusammenhängt. Wahnsinn, wenn man sich das mal vor Augen führt ja. oder einen Comic zeichnen könnte, so richtig gut, dann würde man 80% der Menschen, die tagsüber so zur Arbeit gehen, mit der Faust in der Tasche sehen. Ja, ja, ja. Das ist verheerend eigentlich, oder? Ja. Wie viel Unglück ja. da unterwegs ist. Ja. Ja, Straßenbild sieht ja doch schon so aus. Also wenn man in die Gesichter ja. schaut, ja. da ist ja nicht gerade eine Entspannung oder ein Lächeln. Ja gut, ja. geht nicht mehr. Aber auch vor 5 Jahren war das so. Dass ich fragen kann, woher kommt diese Grundanspannung?
Weil in München, muss ich jetzt echt mal sagen, wirken die Leute recht entspannt. Mir fällt es ja immer wieder auf, dass die Leute, also, dass sie irgendwie, scheinen sie oft recht gut gelaunt zu sein. Das weiß ich ja nicht. Ob das so junge Leute ja sowieso, aber man hat nicht das Gefühl, dass dieses Griesgrämige, das man sonst so oft sieht, das ist hier ein bisschen weniger, habe ich das Gefühl. Ja, aber wo hast du deine Beobachtung her? Guckst du mal auf die Leute, die aus dem Brauhaus herauskommen, oder? Nee, also wenn ich zum Beispiel an der Isar unterwegs bin oder auch wenn ich fahre meistens Fahrrad, aber wenn ich mal in den Öffentlichen, das ist nicht so schlimm. Und auch wenn sie so, halt wo man sie so sieht in der Öffentlichkeit, sie kommen mir nicht so griesgrämig vor wie in vielen anderen Städten vielleicht. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass München ähnlich wie Wien so viel Grün hat und dadurch, und dass die Freizeit in München was ganz Wichtiges ist. Das wollte ich aber gerade sagen, ja. Das ist die Atmosphäre von München, glaube ich, ganz speziell. Genau. Ja, das ist irgendwie ist man dann wenigstens, vielleicht arbeiten die Leute auch bloß wegen des Geldes, aber sie wissen dann, ach, geht sie in den Biergarten? Genau. Und dann kaum sind sie draußen. Ja, genau. Dann haben sie schon wieder gute Laune, vor allem im Sommer. Genau. Also ich glaube, ich sehe das auch so, was ich von München mitbekommen habe, ist doch eine üppige und auch gebende Stadt, alleine die Architektur. Ja, ja. Und mit dem Grün und so, also die Freizeit, ja. der Ausgleich, einfach so, genau. ist schon da. Ja. Es hat so eine lebende Atmosphäre irgendwo einfach und das hilft den Menschen schon, glaube ich. Also weil sie können sich wenigstens in der Freizeit relativ gut regenerieren. Und ich muss jetzt sagen, glaube ich, anders als in anderen Städten, hat es für die Leute auch hier einen hohen Wert. Also die mögen das auch. Ja? Mhm. Also hier sind alle Art möglichen Freizeitaktivitäten gerade draußen, sind ja einfach sehr beliebt. Ja, ja. Und dadurch entspannt man sich natürlich schon ein bisschen, auch wenn man eine blöde Arbeit hat. Ja. Aber wenn man dann noch machen würde während der Arbeitszeit, was man wirklich machen würde, was man los wäre. Ja, es bräuchte vor allem, glaube ich, wirklich diesen Ausgleich nicht mehr. Es gäbe keine Trennung mehr zwischen privat und hier bin ich so und da bin ich so. Ich glaube, das wäre überhaupt gar kein Thema mehr. Also weil man einfach sein würde, wie man ist, überall, jederzeit. Und man würde genauso auch akzeptiert werden. Ja, also ich glaube, es ist heute schon sehr selten, dass Menschen das Berufsleben als wirklichen Inhalt ihres Lebens sehen und sagen, ha, ich freue mich, dass ich hingehen darf. Ja. Das ist eher selten, glaube ich, geworden. Ja, und es ist tragisch, wenn es dann die Tätigkeit eben doch eigentlich ist, aber die Umstände eben so sind, dass es halt dann doch nicht so werden kann, dass es eben die volle Hingabe wird. Ja. Das merke ich bei mir. Ja. Also die Tätigkeit ist absolut das Richtige, aber das Konstrukt, was da drum steht, da denke ich mir manchmal so, oh, das zieht einfach Kraft, obwohl es so einfach sein könnte. Mhm. Mhm. Kann man weiterlesen? Ja. Mhm. Was gut aus war. Nö, danke. Bitte. Wo waren wir jetzt genau gerade? Ich lese sonst mal gerne, ja. Ja. Also Seite 100, glaube ich, sind wir. Okay. Mhm. Der erste Satz ist dann über den Kapitalismus. Ja. Gut. Über den Kapitalismus hat man denken gelernt in einer Zeit, in welcher dieser Kapitalismus dem sozialen Organismus einen Krankheitsprozess verursacht hat. Den Krankheitsprozess erlebt man. Man sieht, dass ihm entgegengearbeitet werden muss. Man muss mehr sehen. Man muss gewahr werden, dass die Krankheit ihren Ursprung hat in dem Aufsaugen der im Kapital wirksamen Kräfte durch den Kreislauf des Wirtschaftslebens. Derjenige,
nur kann in der Richtung dessen wirken, was die Entwicklungskräfte der Menschheit in der Gegenwart energisch zu fordern beginnen, der sich nicht in Illusionen treiben lässt durch die Vorstellungsart, welche in der Verwaltung der Kapitalbetätigung durch das befreite Geistesleben das Ergebnis eines unpraktischen Idealismus sieht. Eigentlich können wir schon darüber reden, weil es ist ziemlich, ist nicht gerade leicht ausgedrückt. Also vielleicht inhaltlich gar nicht so schwer, aber von der Ausdrucksweise, oder? Mhm. Ja, ja. Und. Nicht in der Verwaltung der Kontrolle. Also ich lese es so, dass es nicht nur darum geht zu sagen, okay, das ist der Kapitalismus, dies und das ist nicht so gut, das müssen wir anders machen, sondern man muss ganz tief eintauchen und schauen, was da wirklich passiert. Dass nämlich die Kräfte, das, wie ist es gesagt, also Kräfte abgesogen werden, so aus dem Kapital. Also sozusagen, dann kann, wenn das Kapital verschwindet, dann kann man nicht mehr arbeiten. Aufsaugen der im Kapital wirksamen Kräfte. Richtig, genau. Ja. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt für unsere Zeit. Also es ist der Punkt, dass das Kapital einfach gar nicht seine wirkliche Eigenart, nämlich Ausdruck der menschlichen Fähigkeiten zu sein, irgendwie einbringen kann oder viel zu wenig. Weil das alles übers Wirtschaftsleben geht, oder? Genau. Weil man Kapitalismus immer in diesem Wirtschaftsding ausdrückt. Genau. Aber nicht in einer zum Beispiel Bündelung oder Entwicklung von Potenzialen oder so. Ja, genau. So, weil das ist alles über diese Wirtschaft und. Ja. Aber mir ist noch dazu eingefallen, dass ja heutzutage schon oft in größeren Firmen, was ja so eine Entwicklung auch ist, sind ja dann oft schon Leute, die so geisteswissenschaftliche Fächer studiert haben. Also hat es durchaus schon ein bisschen. Die Sabine weg. Von so Firmen gesehen. So, ja, weil da einfach ein bisschen was anderes reinkommt. Sabine, du musst einmal zurückspulen. Ungefähr so. Du warst gerade weg. Du warst gerade weg, ja. Oh Mann. Ich hab gesagt, dass in größeren Firmen schon so oft Leute mit einem, so Germanisten, zum Beispiel Psychologen oder Germanisten oder sowas, praktisch in den Firmen drin sind, zumindest in der Personalabteilung, weil das schon so aufgefallen ist, so schön langsam, dass die so kreative Kräfte mitbringen und dass sie so Ideen haben und so. Also das ja. Also ist schon durchaus irgendwie so eine Ahnung wenigstens. Ansätze gibt es sicher, ich meine, sie sind einseitig vielleicht, aber gibt es sicher. Ich meine, in Amerika sind schon vor allem dort so viele Firmen, die wissen, dass man die Kreativität der Mitarbeiter fördern muss. Und dass man ihnen die Freiräume gibt und dass man sogar die Erholungsräume sozusagen bietet, ob in der Firma selber oder was, die Arbeitszeiten flexibler sind oder was, damit der wirklich produktiv arbeiten kann. Aber ist halt noch nicht allgemein und es ist vielleicht auch einseitig, weil natürlich geht es da zu allen um einen Profit. Klar, es geht nicht um das Glück der Menschen. Das ist nicht ganz ehrlich sozusagen. Ja. Es geht letztlich um den Profit und man sieht halt, okay, so sind die Mitarbeiter glücklicher und leisten mehr. Ja, lässt sich eindeutig messen. Der Zugewinn für die Firma. Aber immerhin, es ist ein Zugewinn, oder? Also sie arbeiten lieber. Das ist eh gut. Ja, aber zum Teil ist es eine echte Plünderung. Weil kein Privatleben mehr dann gelebt wird. Das stimmt. Der Laptop ist auf dem Schoß im Café oder wo und wird er wieder irgendwie angezapft. Ich lebe in der Firma und nur für die Firma. Das wenn man es unter dem Gesichtspunkt der Freiheit sieht oder unter der verschwindenden Freiheit, ist es ja ein ziemlicher Raub. Ne? Ja. Wenn beispielsweise, kennt ihr vielleicht noch so die Zeit, wo dann die Leute Handys bekamen?
Handys und ja. So Blackberries, womit man schreiben konnte. Da ging ja die Arbeit vom Büro aus zu Hause weiter. So. Da war ja gar nichts mehr mit Abschalten möglich. Also so ja. Life-Work-Balance so gut wie nicht vorhanden. Natürlich, wenn man sich da auch gesehen fühlt und seine Fähigkeiten gewürdigt ja, fühlt, ja. Macht es der Einzelne eventuell gerne, aber wenn er dann, ich weiß nicht, in andere Lebensphasen kommt, 40, 50 wird, dann ist er vielleicht wirklich geplündert. Ja, der Punkt ist, dass du wirklich Haut mit Haut und Haar für die Firma lebst und eigentlich im Grunde nur für das. Das ist natürlich der Haken an der Geschichte. Und es wird also halt eines ausgehebelt dadurch, nicht die Ideen, die da reinkommen, lenken eigentlich die Firma in die Richtung, sondern es wird sehr zentral gesteuert, was halt erwünscht ist und was nicht da sein. Und ja. Also trotzdem finde ich, muss man den Punkt vielleicht auch erwähnen, bei aller Einseitigkeit und bei aller Plünderung, das stimmt schon, dass Menschen das auch irgendwie lieben, sich einzubringen, ja, und dass die, also das ist auch eine Herausforderung. Ja. Also das ist auch was im Menschen drin ist, dass man sich einsetzt und dass neue Kräfte frei werden. Ja. Das muss man schon auch sehen, ist das so, dass das auch so, also das gibt auch so einen Adrenalinschub oder irgendwie, wenn du dich so, ja. So, das muss man schon auch sehen. Das ist fast irgendwie so, ist das ein langweiliger Job, so fast noch schlimmer ist, oder? Ja, natürlich. Ein Vollvaterjob, so wo du nur wartest, dass du nach Hause gehen kannst. Ja, na das sicher, ja. Das sicher. Also ich werde. Das würde schon helfen, wenn sich der Einzelne dessen bewusst ist. Also so sagen, ich mache es trotzdem. Ich mache es trotzdem, es meine Freizeit ist und weil ich es liebe zu tun. Also ja. Ich schenke das. Das kann ja auch eine Haltung sein. Ja, dass man es aus dem Bewusstsein macht. Und nicht nur, weil ich jetzt dermaßen Honig um den Mund bekomme, um dann eben 20% zu geben. Also es ist manchmal einfach eine Scheinfreiheit, die den Menschen gegeben wird. Und es wird sehr viel manipuliert, dass sie halt genau das, was auch gebraucht wird, als das Tolle finden. Aber es zeigt zumindest, dass man darauf gekommen ist, dass das Individuum etwas ausmacht mit seinen Fähigkeiten. Ich meine, Sicherheit ja. In dem Sinn, dass man nicht sagt, puh, ich gebe dir den Freiraum und du wirst alles bestimmen, sondern dass man es auszubeuten versucht, natürlich. Also das ist sicher noch nicht die Endstation dessen, was es sein sollte, sondern von dem her fast auch ein Kampf gegen die Freiheit des Individuums. Weil so ein bisschen die Illusion der Freiheit erzeugt. Wir haben ja momentan die Herausforderung einer Art Konkurrenz. Und eigentlich kann man sagen, also Konkurrenz aus zum Beispiel aus dem Ausland. Also wenn Chinesen längere Arbeitszeiten haben und weniger Lohn haben, und ich glaube, das ist ja der Fall, also dann kann man erstmal dagegen nicht bestehen. Und das sind dann die Daumenschrauben, die dann auch, also da muss es quasi einen Ausgleich geben, dass man dann überlegt, ja, wie können wir da mithalten? Und dann kommen so Ideen. Aber das ist befruchtet aus der Idee der Effizienzsteigerung und nicht aus der Frage heraus, was ist entwicklungsförderlich für die Menschen hier im Arbeitsprozess? Aber die Herausforderung ist ja erstmal da, also Konkurrenzdruck. Ich finde trotzdem, dass man auch sowas, was vielleicht eine negative Intention hat, nämlich so praktisch mitteilen können und so, dass man trotzdem ja für was anderes, dass man trotzdem was daraus gewinnen kann als Beobachtung. Man kann als Beobachtung was gewinnen, dass Menschen sich gerne einbringen. Dass sie gerne ihre kreativen Potenziale einbringen und dass es sie gerne auch so ein bisschen immer leicht an ihre Grenze gehen. Das ist irgendwie auch was Menschliches, oder? So, dass sie gerne an was arbeiten oder was rauskriegen wollen oder so.
Das so, das denke ich mir. Und wenn jetzt die Intention auch schlecht ist, dann kann man ja trotzdem sehen, man kann sich's merken irgendwie. Und für zukünftige Modelle, die vielleicht menschenfreundlicher sind, ja, kann man das so, dass es dann nicht so darum geht irgendwie, also dass Menschen da bloß so frei haben wollen und Muße haben wollen. Ja, das ist, das, wie sie dann auch, dass es da nicht geht von Menschen drum, sondern dass es was darum geht, was Sinnerfülltes zu tun und dass sie sich da auch einbringen wollen. Das, glaube ich, ist ein menschliches Grundbedürfnis. Mhm. Ja, richtig, ja. Und es ist längst erkannt. Ja. 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 Ja, das nutzen die Firmen da ja auch. Ja, klar. Ja, klar. Nutzt es ja auch, klar. Ja. Also es würde nicht gemacht werden, würde es nicht Profit bringen. Ja, richtig, ja. Aber ich habe mal, wollte ich bloß schon mal sagen, ich habe mal in der Zeit, so habe ich mal von Karl Marx irgendwie so die Vorstellungen gelesen von Kommunismus. Das war ja was, dass der Sozialismus in Kommunismus übergehen sollte. Und das war so das Endziel, da so Kommunismus dann. Und dann sollten alle ganz viel Muße immer haben und so. Aber wie der das beschrieben hat, klang das wahnsinnig langweilig. Es klang so. Also es klang so, als ob er sich selbst nicht vorstellen konnte, ehrlich gesagt. Ja. Und dann klang es so, so irgendwie, weiß ich, als ob es dann nichts mehr zu tun gibt. Ja. So klang es ein bisschen. Ja, ja. Ja, das war vielleicht seine Begrenzung dann. Ja. Dass er sich nicht mehr vorstellen konnte. Ja, das klang so, ja. Ohne Aufgaben offensichtlich. Ja. Ja, wobei man sich über das ja zurzeit auch sehr viele Gedanken macht, weil viele der Meinung sind, dass langsam doch die Zeit kommt, wo die Technik vieles ersetzt. Ich meine, bis jetzt hat sich das ja nie bewahrheitet. Also bis jetzt hat eigentlich jede industrielle Weiterentwicklung im Grunde nicht Arbeitsplätze aufgebraucht, sondern halt neue geschaffen in anderer Richtung. Aber man denkt halt, dass jetzt vor allem mit künstlicher Intelligenz und Robotik und so, dass tatsächlich in näherer Zukunft wirklich massenweise Arbeitsplätze verschwinden werden. Wohin dann mit den Menschen? Ja, genau, was ist dann mit den Menschen, oder? Genau. Oder dass die nicht destruktiv werden, das ist ja die Befürchtung. Und darum wird ja mit jetzt sehr stark, also gerade von der Großkapitalseite her, das so angedacht, eben diese Sache mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Die Idee kommt von dort. Dass man sagt, gut, okay, aber wir brauchen erstens Leute, die unsere Produkte auch kaufen und wir brauchen einen sozialen Frieden. Aber es wird einfach nicht ausreichen, genügend Menschen zu beschäftigen, dass die durch ihre Arbeit leben können. Ja, egal, dann wird halt im Grunde Geld in Wahrheit aus dem Nichts erzeugt und den Menschen gegeben, dass sie zumindest so viel haben, dass sie nicht aufständisch werden irgendwo. Ja, oder dass der Konsum, dass diese Konsumschlaufe weitergeht. Ja, und deswegen, obwohl es ja eine gute Sache in sich ist, dass das Geld an Wert verliert oder dass es sowas wie Verfallsdatum bekommt, denke ich, ist die Motivation, das einzuführen, wie jetzt ja in China probiert wird, dass der Konsum läuft. Genau. Ja, dass es am Monatende ausgegeben ist. Dass man nicht vielleicht nur im Grünen hockt und da nichts braucht. Nicht mal einen Grill, sondern sich das an. Ja, genau, das muss man konsumieren, ja. Ja, also das, aber es ist ja interessant, dass sich das aber auch irgendwo berührt dann mit Ideen vom Steiner, wo er ja sagt, das Geld sollte ein Ablaufdatum haben, also das Geld sollte altern. Also die Idee glaube, mit dem Grund. Auch einer, ein Pionier, gell? Ja. Bitte? Die Idee mit dem Grundeinkommen, was Wolfgang gerade angesprochen hat, ist ja eigentlich vielleicht gar nicht schlecht. Die Frage ist natürlich nur, ob das funktioniert. So. Aber jedenfalls scheint es mir nicht sehr inspiriert, diese Idee, weil dann für mich die Frage käme, was kommt denn danach? Wie lange soll das dann so gehen? Sollen die Leute dann zu Hause sitzen, Computer spielen und weiß nicht. Man wird ja auch eigentlich krank, wenn man nichts zu tun hat. Ja, ja. Und dann kassieren sie immer ihr Geld da so und gehen in den Laden oder online bestellen sie was. Ich meine, wo ist da die Vision? So, das ist so ein bisschen
ja, wenn man das eine Woche hat oder einen Monat oder ein halbes Jahr, okay, aber was kommt danach? Wo ist da so die Entwicklung? Ne? Das ist ein bisschen stumpf vielleicht. Wenn aber das ist das Drama, oder ich erlebe es als ein Drama, dass offensichtlich da nicht mal die Fantasie besteht, der Mensch könne sich beschäftigen, neben dem Konsumieren und sogenannten Freizeitbeschäftigungen, die eigentlich nur Zeit totschlagen ist vielleicht. Also dass da gar nicht Vertrauen herrscht, dass man sich sinnvolle Betätigungen leicht findet, Freude machen und kein Geld bringen, wie eben im Sozialen engagiert sein. Aber die, also das höre ich nicht, dass man so ein Grundvertrauen hätte. Der Mensch wüsste schon, womit er sich gerne beschäftigt. Also wirklich gerne und sinnbringend. So. Also muss man jetzt schon vorsorgen, indem man sagt, okay, sehr viele Produkte eben online oder mit PC, um die Stunden rumzubringen. Also aus meiner Sicht, das kann ja falsch sein, aber würde es ja so kommen, wenn man einfach sagt, hier hast du Geld und alles Weitere ist dir freigestellt. Also so habe ich es zumindest aus eigener Anschauung erlebt bei Menschen, die Geld bekommen vom Staat. Da ist der Antrieb, selbst was zu tun, sich zu entwickeln, sehr gering. Und in Bezug auf die Dreigliederung ist es ja zum Beispiel so, dass derjenige die Bäckerei verantwortet, in Verantwortung bekommt, nicht Eigentum, aber er kann mit dem Kapital arbeiten, wenn er die Fähigkeiten entwickelt hat. Das heißt, von nichts kommt nichts. Die Leute werden nicht einfach so anfangen, Ausbildung zu machen und so weiter. Also dafür muss es ja auch einen Grund geben, einen guten Grund. Und das ist ja meines Wissens auch die Hauptkritik an diesem bedingungslosen Grundeinkommen, dass das nicht funktionieren wird. Die Leute werden wahrscheinlich nicht sagen, gut, jetzt habe ich mein Geld, jetzt fange ich in meinem Leben was Sinnvolles an. Ich glaube, das ist aber auch dem geschuldet, dieses Bild, dass die Menschen dann erstmal irgendwie zurückfallen und gar nicht wissen, was sie machen sollen. Das glaube ich auch, dass das so kommen würde. Aber ich glaube auch, dass sich ab einem gewissen Punkt, nach einer gewissen Zeit, und die wird bei jedem unterschiedlich sein, einstellen würde, dass er merkt, so, oh, irgendwie ist das jetzt rumsitzen und gar nichts machen, langweilig. Jetzt fange ich an, mich auf die Suche zu machen. Und ich glaube, also dieses Bild, was da existiert, ist einfach auch dem geschuldet, dass wir uns das gar nicht mehr vorstellen können heute. Wir sind eben in dieser Gesellschaft, wir hängen da so drin alle. Na, also ich merke das selber, wenn ich dann mal Urlaub habe, dann brauche ich erstmal, dann hänge ich erstmal voll durch, bis ich dann wirklich wieder in so ein Freiheitsgefühl komme, dass ich sage, so, boah, wow, ich kann wieder ausschlafen, mein Rhythmus stellt sich langsam um, ich habe Kraft und Energie und Lust auf andere Sachen, weil sich diese Arbeit und dieser Energieaufwand so peu à peu irgendwie so ein bisschen abperlt oder abbricht. Und da komme ich dann heraus. Also das ist, glaube ich, ja, schon etwas, was sich einstellen würde, früher oder später bei den Menschen. Und das ist natürlich bei jedem anders, aber ich glaube, dass das erstmal nicht so wird, ist halt dieser Hektik geschuldet, in der wir irgendwie gerade alle drin sind, dass natürlich erstmal so ein, jetzt muss ich erstmal irgendwie zu mir kommen und dafür braucht es Ruhe. Genau, das wäre der eigentliche Job einer guten Langeweile, an diesen Punkt kommen, wo Ideen entstehen. Und das meinte ich vorhin auch mit dem mangelnden Vertrauen. Das ist der Einzelne sehr wohl weiß, was er gerne tut. Und da muss man auch die Chance haben, hinzufinden. Aber so was ich noch sagen wollte zu dir, François, ich glaube, dass die Menschen, die jetzt keine Beschäftigung haben und so, dass das ja jetzt im Moment mit einer großen Stigmatisierung verbunden ist. Also jetzt, wir leben in einer Gesellschaft, wo das einfach... Du bist einfach, gehörst du nicht dazu. Das ist, und dann bist du, dann fühlst du auch deine Kräfte gelähmt und fühlst nicht, dass du kreativ bist, sondern fühlst dich ausgeschlossen als Grund, als Voraussetzung. Und das, glaube ich, macht eine andere seelische Stimmung, als wenn du denkst, irgendwie so, es gibt jetzt dieses Grundeinkommen und nach einer Zeit bist du von der Hektik runtergekommen bist und dass dir dann was einfällt. Ich glaube, dass du in einer Situation, wo
wo du zwangsweise da irgendwie nicht dazu, zu diesem Produktionsding dazugehörst, dass es schwierig ist, in denen zu entwickeln. Und dass das nicht deshalb ganz übertragbar ist auf das Modell des Grundeinkommens. Können wir meinetwegen ganz gerne so stehen lassen erstmal, weil das Grundeinkommen ja nochmal ein Gebiet für sich ist. Ne? Ja. Es ist ein großes Gebiet, ja. Sollen wir fortfahren, vielleicht Oliver, weil das noch so kurz war. Ja. In der Gegenwart ist man allerdings wenig darauf vorbereitet, die soziale Idee, die den Kapitalismus in gesunde Bahnen lenken soll, in einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Geistesleben zu bringen. Man knüpft an dasjenige an, was dem Kreis des Wirtschaftslebens angehört. Man sieht, wie in der neueren Zeit die Warenproduktion zum Großbetrieb und dieser zur gegenwärtigen Form des Kapitalismus geführt hat. An die Stelle dieser Wirtschaftsform solle die genossenschaftliche treten, die für den Selbstbedarf der Produzenten arbeitet. Da man aber selbstverständlich die Wirtschaft mit den modernen Produktionsmitteln beibehalten will, verlangt man die Zusammenfassung der Betriebe in eine einzige große Genossenschaft. In einer solchen, denkt man, produziere ein jeder im Auftrage der Gemeinschaft, die nicht ausbeuterisch sein können, weil sie sich selbst ausbeutete. Und da man an Bestehendes anknüpfen will oder muss, blickt man nach dem modernen Staat aus, den man in eine umfassende Genossenschaft verwandeln will. Man bemerkt dabei nicht, dass man von einer solchen Genossenschaft sich Wirkungen verspricht, die umso weniger eintreten können, je größer die Genossenschaft ist. Wenn nicht die Einstellung der individuellen menschlichen Fähigkeiten in den Organismus der Genossenschaft so gestaltet wird, wie es in diesen Ausführungen dargestellt worden ist, kann die Gemeinsamkeit der Arbeitsverwaltung nicht zur Gesundung des sozialen Organismus führen. Was für ein unbefangenes Urteil über das Eingreifen des Geisteslebens in den sozialen Organismus gegenwärtig wenig Veranlagung vorhanden ist, rührt davon her, dass man sich gewöhnt hat, das Geistige möglichst fern von allem Materiellen und Praktischen vorzustellen. Es wird nicht wenige geben, die etwas Groteskes in der hier dargestellten Ansicht finden, dass in der Betätigung des Kapitals im Wirtschaftsleben die Auswirkung eines Teiles des geistigen Lebens sich offenbaren soll. Man kann sich denken, dass in dieser Charakterisierung des als grotesk dargestellten Zusammengehörige der bisher leitenden Menschenklassen mit sozialistischen Denkern übereinstimmen. Man wird, um die Bedeutung dieses grotesk Befundenen für eine Gesundung des sozialen Organismus einzusehen, den Blick richten müssen in gewisse Gedankenströmungen der Gegenwart, die in ihrer Art redlichen Seelenimpulsen entspringen, die aber das Entstehen eines wirklich sozialen Denkens dort hemmen, wo sie Eingang finden. Ja. Noch ein bisschen weiter? Ich glaube schon, weil es wird, glaube ich, gleich weiter, ja, mit diesen Gedankenströmen. Ne? Genau. Diese Gedankenströmungen streben mehr oder weniger unbewusst hinweg von dem, was dem inneren Erleben die rechte Stoßkraft gibt. Sie erstreben eine Lebensauffassung, ein seelisches, ein denkerisches, ein nach wissenschaftlicher Erkenntnis suchendes inneres Leben gewissermaßen wie eine Insel im Gesamtmenschenleben.
Sie sind dann nicht in der Lage, die Brücke zu bauen von diesem Leben hin zu demjenigen, was den Menschen in die Alltäglichkeit einspannt. Man kann sehen, wie viele Menschen der Gegenwart es gewissermaßen innerlich vornehm finden, in einer gewissen, sei es auch schulmäßigen Abstraktheit nachzudenken, über allerlei ethisch-religiöse Probleme in Wolkenkuckucks Heimhöhen. Man kann sehen, wie die Menschen nachdenken über die Art und Weise, wie sich der Mensch Tugenden aneignen könne, wie er in Liebe zu seinen Mitmenschen sich verhalten soll, wie er begnadet werden kann mit einem inneren Lebensinhalt. Man sieht dann aber auch das Unvermögen, einen Übergang zu ermöglichen von dem, was die Leute gut und liebevoll und wohlwollend und rechtlich und sittlich nennen, zu dem, was in der äußeren Wirklichkeit im Alltag den Menschen umgibt, als Kapitalwirkung, als Arbeitsentlöhnung, als Konsum, als Produktion, als Warenzirkulation, als Kreditwesen, als Bank- und Börsenwesen. Man kann sehen, wie zwei Weltenströmungen nebeneinander gestellt werden, auch in den Denkgewohnheiten der Menschen. Die eine Weltenströmung ist die, welche sich gewissermaßen in göttlich-geistiger Höhe halten will, die keine Brücke bauen will zwischen dem, was ein geistiger Impuls ist, und was eine Tatsache des gewöhnlichen Handelns im Leben ist. Die andere lebt gedankenlos im Alltäglichen. Das Leben aber ist ein einheitliches. Es kann nur gedeihen, wenn die es treibenden Kräfte von allem ethisch-religiösen Leben herunterwirken in das alleralltäglichste, profanste Leben, in dasjenige Leben, das manchem eben weniger vornehm erscheint. Denn versäumt man, die Brücke zu schlagen zwischen den beiden Lebensgebieten, so verfällt man in Bezug auf religiöses, sittliches Leben und auf soziales Denken in bloße Schwarmgeisterei, die fernsteht der alltäglichen wahren Wirklichkeit. Es rächt sich dann gewissermaßen diese alltäglich wahre Wirklichkeit. Dann strebt der Mensch aus einem gewissen geistigen Impuls heraus alles mögliche Ideale an, alles mögliche, was er gut nennt. Aber denjenigen Instinkten, die diesem Idealen gegenüberstehen, als Grundlage der gewöhnlichen täglichen Lebensbedürfnisse, deren Befriedigung aus der Volkswirtschaft herauskommen muss, diesen Instinkten gibt sich der Mensch ohne Geist hin. Er weiß keinen wirklichkeitsgemäßen Weg von dem Begriff der Geistigkeit zu dem, was im alltäglichen Leben vor sich geht. Dadurch nimmt dieses alltägliche Leben eine Gestalt an, die nichts zu tun haben soll mit dem, was als ethische Impulse in vornehmeren seelisch-geistigen Höhen gehalten werden will. Dann aber wird die Rache der Alltäglichkeit eine solche, dass das ethisch-religiöse Leben zu einer innerlichen Lebenslüge des Menschen sich gestaltet, weil es sich ferne hält von der alltäglichen, von der unmittelbaren Lebenspraxis, ohne dass man es merkt. Mhm. Das ist interessant, weil das über das hinausgeht, dass man bloß so was macht, was man so als den eigenen Genuss empfindet in der Freizeit, sondern sogar die Kultivierung der Ideale, dessen, was man als Ideale hat, ist abgetrennt von so einer Arbeitswelt. Ja, genau. Das ist schon nochmal eine andere Qualität, hat das, oder? Wenn man sich das vorstellt. Aber ist doch eine Realität. Absolut, absolut.
Und das ist aber wahrscheinlich, ich denke, dass wir Steine ausdrücken, für beide Bereiche eigentlich schädlich. Sowohl nämlich für den Wirtschafts- und Arbeitsbereich halt, als auch für den geistigen Bereich selber. Weil dann sind es einfach Ideen, Gedankengebäude, die aber nicht eingreifen ins Leben. In der Praxis sind sie in Wahrheit nicht vorhanden. Das ist für die Sonntagsstunde in der Kirche von mir aus oder, genau, oder wann auch immer. Genau. Hat aber nichts mit dem praktischen Leben zu tun. Und an dem krankt sehr viel. Und ich denke, das hängt da sehr zusammen, dass wir uns in der Neuzeit so stark auf dieses bewusst oder unbewusst auf ein sehr dualistisches Weltbild eingeschworen haben. Es gibt vielleicht irgendwas Geistiges, wie auch immer, und sei es nur das gedanklich-geistige, das ist die eine Seite und das andere ist halt die körperlich-materielle Realität. Und das eine hat mit dem anderen, da findet man keinen Übergang irgendwo. Ja, ich glaube auch, das geht genauso, das geht so ganz tief in die Erkenntnistheorie, ja, in das Erkennen, dass man diese Trennung macht zwischen, ja, man kann nur Dinge erkennen, die man ja messen kann und die da, ja, das Geistige blendet man ja immer noch aus. Ich finde, das ist eine sehr präzise Benennung unserer Zeitgeschehnisse. Ja, ja. Also das ist wirklich, das man wirklich erstmal erkennen, wo die Trennung genau liegt auch. Ja. Mhm. Ja. Mit dem Tragischen, dass in diesem Abgespaltenen ja durchaus Ideale vorhanden sind. Also dass da auch ein Bedürfnis des Menschen nach Idealen irgendwie so zum Ausdruck kommt, oder? Das Bedürfnis ist da wichtig. Genau. Und hat aber eigentlich keine Chance, in Wahrheit wirklich das Leben zu gestalten. Es fließt nicht ins richtige Leben ein, sondern so. Es ist so eine Freizeitbeschäftigung. Auf ja, genau. Ja. Soziale Ideen ausbrüten. Aber natürlich, also was wir jetzt auch schon mehrmals gesagt haben, das sagt er hier auch nochmal öfter, dass die Idee irgendwie, dass Erneuerung, die Idee ist sehr verhaftet, dass Erneuerung oder sowas immer mit dem Wirtschaftlichen zusammenhängen muss. Das übers Wirtschaftliche, dass der Kapitalismus humaner wird oder dass der Kapitalismus, das muss geregelt werden übers Wirtschaftliche. Ja, ja, ja. Ich denke, das ist im nächsten Absatz, wird das eher so wieder angesprochen. Hm. Also für mich ist, ja. Ja, sag mir, Sabine. Nein, ich wollte das bloß sagen, das ist für mich so ein ganz, wie Laura auf diesen Gedanken von dem einzelnen Menschen, ist es für mich dieser Gedanke mit diesem, was da am Sozialismus, also dass diese Gleichmacherei irgendwie so ja auch und dass das über das läuft, nur über diese gerechte Bezahlung. Über die gerechte Bezahlung, weil heißt, alle bekommen das Gleiche. So, ja. Ja. Und das ist, ich finde das schon sehr. Wahnsinns, irgendwie so ein Gedanke, der sehr neu ist oder radikal irgendwie auf eine Art. Und der aber so eine Erklärung ist, warum das im Sozialismus nicht funktioniert hat. Ja, ja, ja. So, ja. Mhm. Richtig, ja. Richtig. Ja. Ja, wollen wir noch ein Stückchen weiterlesen? Oder? Ich glaube, es knüpft noch sehr an das. Ich gebe gerne weiter. Ich wollte bloß noch schnell sagen, jetzt ist doch schade, dass Hans Martin nicht da ist, weil der, weil der uns mit diesen Genossenschaften, da habe ich mir gedacht, Mann, der könnte jetzt davon erzählen, oder? Genau, gleich hast du das Genau. Ja, auch die landwirtschaftlichen Betriebe gerade, oder? Ja, ja, absolut. Weil das waren immer gute Beispiele, die er einfach so gebracht hat, dass. Ja. Ja.
Stimmt. Wer liest? Bitte, Laura. Ich? Okay. Ja. Ich versuch's. Meine Augen werden ein bisschen klein, verzeiht. Ich bin ein bisschen müde, aber ich versuch's. Vielleicht weckt mich das wieder auf. Wie zahlreich sind doch heute die Menschen, die aus einer gewissen ethisch-religiösen Vornehmenheit heraus den besten Willen zeigen zu einem rechten Zusammenleben mit ihren Mitmenschen, die ihren Mitmenschen nur das Allerbeste tun möchten. Sie versäumen es aber, zu einer Empfindungsart zu kommen, die dies wirklich ermöglicht, weil sie sich kein soziales in den praktischen Lebensgewohnheiten sich auswirkendes Vorstellen aneignen können. Aus dem Kreise solcher Menschen stammen diejenigen, die in diesem welthistorischen Augenblick, wo die sozialen Fragen so drängend geworden sind, sich als die Schwarmgeister, die sich aber für echte Lebenspraktiker halten, hemmend der wahren Lebenspraxis entgegenstellen. Man kann von ihnen Reden hören wie diese: Wir haben nötig, dass die Menschen sich erheben aus dem Materialismus, aus dem äußerlichen materiellen Leben, das uns in die Weltkriegskatastrophe und in das Unglück hereingebracht hat, und dass sie sich einer geistigen Auffassung des Lebens zuwenden. Man wird, wenn man so die Wege des Menschen zur Geistigkeit zeigen will, nicht müde, diejenigen Persönlichkeiten zu zitieren, die man in der Vergangenheit wegen ihrer dem Geiste zugewendeten Denkungsart verehrt hat. Man kann erleben, dass jemand, der versucht, gerade auf dasjenige hinzuweisen, was heute der Geist für das wirkliche praktische Leben so notwendig leisten muss, wie das tägliche Brot erzeugt werden muss, darauf aufmerksam gemacht wird, dass es ja in erster Linie darauf ankomme, die Menschen wiederum zur Anerkennung des Geistes zu bringen. Es kommt aber gegenwärtig darauf an, dass aus der Kraft des geistigen Lebens heraus die Richtlinien für die Genesung, für die Gesundung des sozialen Organismus gefunden werden. Dazu genügt nicht, dass die Menschen in einer Seitenströmung des Lebens sich mit dem Geiste beschäftigen. Dazu ist notwendig, dass das alltägliche Dasein geistesmäßig werde. Die Neigung für das geistige Leben, solche Seitenströmungen zu suchen, führte die bisher leitende Kreise dazu, an sozialen Zuständen Geschmack zu haben, die in die gegenwärtigen Tatsachen ausgelaufen sind. Mhm. Ja. Ich glaube, an der Haltung hat sich aber nicht viel geändert bis heute. Also sofern man überhaupt von was Geistigen spricht, aber nehmen wir jetzt Kultur oder Sonstiges oder von mir aus auch Religion, das ist alles was neben dem Leben einherläuft. Mit der täglichen Praxis, mit dem Brotbacken oder so, hat es eigentlich nichts zu tun. Das ist ja auch, finde ich, spannend, da diese Sparte, was ja auch wirklich am Boomen ist, diese Seminare, ja, wo man dann am Wochenende dann hingeht und da ganz viel lernt über sich und Aufarbeitung, ja, ja, über das vergangene Leben oder Trauma, Geburtstrauma oder wie auch immer. Ja. Das ist so, wie so ein abgetrennter Bereich wird das dann, den man dann da leben kann, den man da dann aufnimmt. Aber es hat überhaupt kein, also es besteht gar keine Möglichkeit, dasselbe auch in das eigene Leben dann mit reinzutragen. Ja,
Weil das geht nur am Wochenende sozusagen abseits vom alltäglichen Leben. Ja. Ja. Und ich glaube, auch wirklich erschreckend ist, was ich aber auch sehe, ist, dass es in der anthroposophischen Gesellschaft auch ganz stark der Fall ist, dass viele eben dann mittwochs zu ihrem Zweig gehen und dann nach Hause gehen und dann ist wieder vorbei. Ja. Ja. So, das ist aber auch nicht speziell dort. Ja. Ich will jetzt mal eine kleine Lanze brechen, weil das ist dann in jedem Bereich, ob das die Kirchen sind, ne, die Kirchen, egal welcher Couleur. Na klar. Man geht da hin und macht eine Stunde lang einen auf heilig und danach mault man den nächsten an wegen dem Parkplatz. So. Ja. Nee, so meine ich das auch nicht. Es ist nur, also, dass ich mir denke, wenn man sich mit solchen Dingen auseinandersetzt und das ist ja in der Anthroposophie, das ist ja die Anthroposophie, die wir hier lesen. Ja. Und dass das dann trotzdem für einige Kreise oder für einige Menschen nicht möglich ist. Ich meine, ich will da nicht irgendwie anderen was Schlechtes tun oder sagen, ich hätte das so gut irgendwie für mich in mein praktisches Leben eingliedert, aber es ist mir ein Bedürfnis, das zu tun. Und ich versuche es auch im Sozialen. Und ja, da habe ich irgendwie große Fragezeichen, weil ich da eben so wenig sehe und also dass da so wenig gemacht wird, gerade bei denen, die sich ja auch damit auseinandersetzen. Nein, es ist ja wirklich sehr schwierig und es ist heute unser Kulturleben also im Grunde auf die totale Trennung davon abgestimmt. Das eine ist Freizeit neben der Arbeit und das andere ist halt die Knochenarbeit untertags. Und das meine ich auch mit dem Dualismus irgendwo. Das eine ist die materialistische Arbeit halt. Da reden wir nicht von Idealen, packen wir an, tun wir irgendwie. Und das andere ist dann völlig abgesondert davon. Wobei ich jetzt wieder sagen möchte, ich stimme dem sehr zu. Beobachte aber wirklich gleichzeitig, dass gerade diese Früchte dieser Seminare, das kann gar nicht anders sein, als dass es in den Alltag rüberkommt. Also ich, wenn es zu einer Erkenntnis geworden ist, dann ist es so in dem Moment ja lebensverändernd für einen selber. Dann wird man dieses Werkzeug gar nicht mehr mit der gleichen Geisteshaltung betätigen können als vor einer gewissen Erkenntnis. Also dass es einfach schon selbsttätig ist. Sonst hat es mich nicht verändert. Also irgendeine Erkenntnisleistung an einem Wochenende. Ja. Oder in einer Leserunde, wie bei uns jetzt eben auch. Also ich denke, die Bestrebungen, es ist ja glasklar, dass die Trennung da ist. Und so dermaßen da ist, dass wir das gar nicht hinterfragen im Alltag normalerweise oder üblicherweise. Aber der einzelne Mensch ist nun mal ein Gesamtgebilde und eine Erkenntnis, das würde ich einfach wirklich behaupten, kann gar nicht anders als lebensverändernd sein, sonst wäre es keine Erkenntnis, wenn es nicht andere Lebensbereiche bringt. Also wenn ich jetzt als Mutter erkenne, ein Kind oder meine Haltung zu dem Kind spielt eine Rolle, wenn ich das mal erkannt habe, dass nicht nur meine Worte was bewirken, sondern meine Haltung hinter diesen Worten, dann werde ich doch das immer bewegen, diese Erkenntnis. Auch wenn es nicht glatt läuft und rund läuft und ich Gewohnheiten habe, aber ich werde doch da gar nicht anders können, als das jetzt zu wissen. Also es wird einfärben, bin ich überzeugt. Ja, aber sehr oft im Leben fällt mir das nicht auf. Mir auch nicht. Ich würde jetzt auch so Laura bestätigen und das mit dem, was du gesagt hast, das ist so eine ganze Industrie, die da boomt irgendwie, dass die Leute am Wochenende ihre Sinnerfüllung und sich da spirituell weiterentwickeln wollen, was auch einen egoistischen Grundzug schon irgendwie dabei hat, so dass sie da was haben wollen, irgendwie so spirituelle Erkenntnis oder was, und dass das abgetrennt ist vom normalen Leben. Dass das abgetrennt ist, dass sie das in ihren gewöhnlichen Alltag reinbringen. Und auch die nicht auf die Idee kommen, das in ihr Arbeitsleben oder so zu verändern oder was. Apropos die Nebenübung, die wir ja auch da durchführen, ist ja sozusagen wie ein Wochenendseminar, aber im Alltag. Ne? Ja. Das ist der Versuch und auch die Chance, kontinuierlich sich zu schulen.
ja. selbst zu erziehen. Ja. Ja, also die Nebenübungen sind, weil die sind nämlich sehr dezidiert ausgerichtet eigentlich auf die Lebenspraxis. Da geht es gar nicht jetzt darum, sich in irgendwelche spirituellen Höhen zu erheben, mit der jedenfalls primär vordergründig überhaupt nicht, obwohl es das in Wahrheit in der Tiefe tut, aber es geht um ganz praktische Lebensführung und durchaus im Beruf. Ich meine, darum sagt die Margarita so oft dabei, wie sehr das im Arbeitsbereich hilft. Mhm. Im Moment da sehr, sehr ungute Bedingungen sind einfach. Also das heißt, da geht es um was jetzt nicht um irgendwo in irgendwelchen Höhen zu schweben, sondern wirklich ganz konkret in der alltäglichen Situation. Ich weiß nicht, ob das jetzt weiterhilft, aber ich spreche es mal aus. Manchmal entwickelt sich ja was dadurch. Bei so manchen spirituellen Beiträgen von auch ganz tollen Leuten, die ohne Zweifel ganz, ganz toll sind, bemerke ich in dem Moment, wo ich das Band ausstelle, sprich YouTube abstelle, also aus, und ich mache dann andere Dinge, dann verflüchtigt sich das. Das heißt, solange man das hört, ist man wie getragen und denkt, boah, toll, Mensch, ja, gut, dass du das jetzt hörst, aber es ist selbst nicht drauf gekommen und wow, Seelenwind, so ganz angenehme Brise, aber wie gesagt, danach, wenn es aus ist, dann bleibt nichts haften, es verbindet sich nichts. Und ich glaube, das ist ein häufiges Problem bei diesen Wochenendseminareffekten, das lässt sich nicht so viel kraftschlüssig mich mit in den Alltag hineinnehmen. Man erlebt da so einen Bruch. Ja, man muss vielleicht selbst mit Entsetzen erleben, dass man selbst schlecht drauf ist. Und auch im Verkehr versucht, irgendwie schneller zu sein oder so. Nach dem Motto, ja, die anderen sind es. Und man wird da so quasi wie, man ist in einem Sog drinnen. Wer dem zu entkommen. Aber das wollte ich mit diesem Begriff Erkenntnis meinen. Das ist ja, dass ich es mir zu eigen gemacht haben muss. Dass es mein Erkennen sein muss, um mein Verhalten zu ändern, mein Denken zu verändern und mein Wahrnehmen zu verändern. Ja. Und solange ich nur Teilhabe habe an anderer Leute Erkenntnis und das abnicke und auch spüre, das ist valide, aber solange ich es noch nicht selber erkannt habe, wirkt es nicht. Deswegen meinte ich, ab dem Moment, also ich nenne es jetzt nur mal Erkenntnis, es gibt sicherlich andere Begriffe, die das Gleiche treffen. Ja, habe ich mich wie verändert. Ja, ja, ich würde sogar einmal umgekehrt sagen, so, wenn ich nicht im Alltagsleben die Wirkung dessen, was ich da jetzt geistig gearbeitet habe, spürbar vorhanden habe, dann hat das Ganze noch überhaupt noch nicht gegriffen. Dann ist es wirklich Wolkenkuckucksheim. Also es muss sich in der Alltagspraxis, wenn es dort nicht eine Wirkung hinterlässt, dann kann ich sagen, okay, das war noch nichts im Grunde. Das muss man sich bewusst sein. Also wenn das nicht mein Alltagsleben verändert, die Kleinigkeiten, wie ich mit den anderen Menschen umgehe und so weiter, wenn es da keine spürbare Auswirkung hat, dann ist es ein Ideengebäude, das ich mitgenommen habe, aber es ist noch nicht etwas, was ich wirklich in mir aufgenommen habe. Dann ist es auch noch keine wirkliche Erkenntnis, so wie du das sagst. Dann ist es noch nicht wirklich lebendiger Impuls geworden in mir. Und das ist heute ein schwieriger Weg, dorthin zu kommen. Ich denke, dass das viele nicht bis dorthin schaffen, also dass es im Alltag ankommt. Und wir reden ja von der Dreigliederung. Und wir hatten ja auch schon den Gedanken bewegt, was kann man denn tun? Also wir sitzen ja hier, wir finden das ja gut und wichtig, ja. Aber was kann man tun, diese zu vermitteln? Und ich knüpfe an Renate an. Irgendwie muss es sich auch darum drehen, dass man das in ein eigenes Erlebnis bringen kann. Mhm. Denn wenn ich jetzt jemandem davon erzähle, der sich aber also nicht selbst involviert irgendwie und die Erfahrung nicht selbst machen kann, dann bringt es ja nichts, oder? Ja. Ja, und es muss im Alltag wirken. Ich weiß nicht, zum Beispiel das dritte Nebenübung, Gleichmut des Gefühls oder was.
wenn ich das am Wochenende studiere, das Zeug, und dann bei der nächsten Begegnung, wo mir wer querkommt, schon wieder explodiere und das sich nach 10 Jahren immer noch nicht geändert hat, dann war das Ganze sinnlos ziemlich oder hat noch, überhaupt noch nicht gegriffen. Ich meine, es müsste wirklich in den Kleinigkeiten des Alltags eine Auswirkung haben. Was nicht bis dorthin vordringt, hat einfach zu wenig Substanz. Ich glaube, viele stellen sich das auch so vor, ja, deswegen werden auch diese Online-Seminare so besucht. Wenn ich da einmal hingehe, dann habe ich es, dann bin ich da, dann bin ich am Ziel. Aber ich merke ja selber, was für eine Arbeit das ist. Man muss immer und immer und immer wieder da reingehen, sonst kann das gar nicht integriert werden, weil es dann einfach tot ist. Es ist dann nicht lebendig. Und deswegen muss es immer und immer und immer wieder, muss es neu bewegt werden. Sonst kommt man da sonst verliert man da den Zugang dann auch ganz schnell wieder. Ne? Ja, es muss kommt eigentlich wirklich... Begriff der Ernährung. Ernährung, was immer man da runterschluckt, muss ja auch wirklich so zusammengebrochen werden, dass es nicht mehr erkennbar ist für den Körper. Sonst wird es eine Allergie, oder? Wenn da noch ein Reststoff im Körper rumtanzt oder ein Gift. Also dieses neue Wissen, es muss so sehr irgendwie verdaut werden, dass ich dann daraus mein eigenes Man muss es sich wirklich zu eigen machen. Ja. Und dann fängt es erst an, weil sonst habe ich es eigentlich nur als Wissen irgendwo und das dann wirklich Allergie werden. Ja. Das meine ich jetzt gerade. Dann Überreaktionen oder dann bin ich gerade empfindlich, gerade weil ich in meinem Empfindungsfähigkeit irgendwas geändert habe oder geschult habe oder verstanden, also ansatzweise verstanden habe. Das ist ja manchmal zu beobachten. Ja, da bringt mir die Kleinigkeit in die Höhe. Ja. Ja. Ja, ja. Bin ich da aufmerksamer oder ich will da wohin, aber ich habe es noch nicht verdaut, eigen gemacht tatsächlich. Ja. Dann geht es, dann wird es wie eine Überreaktion. Ja, eben, das ist, glaube ich, oft halt das Problem, dass die Leute glauben, man kann das mit einem Kurs oder was, habe ich das. Und das ist vielleicht maximal der Einstieg dazu. Und dann fängt ein kontinuierliches Tun an, das im Grunde nie aufhört. Weil wer will schon sagen, dass er doch wirklich vollständig am Ende des Weges ist und es nichts mehr zu tun gibt. Es geht eigentlich kontinuierlich weiter. Aber Stichwort, was aufhört, wir haben es 20 nach. 10 Minuten hört das hier eigentlich auf. Genau. Danke, ja. Für diese Woche. Damit wir nachher verdauen können. Ja. Ich dachte so, die Ironie des Schicksals, die liegt ja auch so ein bisschen darin, dass jetzt diese Online-Seminare, wo das abgetrennt ist von dem, was man sonst will, die werden ihrerseits wieder für die Betreiber ein gutes Geschäftsmodell, oder? Weil die sind ja oft ganz schön teuer. Ja, ja. Also oft ist es ja ganz schön, also das ist ein ganz schön guter, blühender Wirtschaftszweig. Ja. Diese Selbsterkenntniswege, die man dann in seiner Freizeit macht. So, das finde ich irgendwie so. Ja, ein Bedürfnis ist sicher da, aber das ist halt ein bisschen auch die intellektuelle Haltung der heutigen Zeit, dass man glaubt, okay, sagt's mal, wie das geht, das studiere ich, hab's verstanden, aha, und das war's. Ich meine, aber es geht um eine Willenstätigkeit. Ich meine, das zu verdauen ist eine Willenstätigkeit und das dauert einfach. Und da muss ich immer wieder tun. Und das ist vielleicht das, was oft versäumt wird. Man nimmt es zwar als Wissen auf, aber es wird nicht wirklich verdaut. Also es muss erstens ins Gefühl aufgenommen werden und dann ins Tun. Und das passiert vielleicht zu wenig. Also es ist also ein bisschen eine Kluft zwischen nämlich dem Intellekt und dem wirklichen Tun. Da ist so eine Kluft irgendwo dazwischen. Der Kopf weiß alles gescheit, aber bis das ins Tun kommt, da ist schon, es liegt nicht in jedem Handgriff sozusagen drinnen. Das,
man merkt es ja oft, sehr intellektuelle Menschen sind oft sehr, sehr ungeschickt mit in der praktischen Tätigkeit. Die wissen genau, wie es geht, nur in Wahrheit können sie nicht einmal einen Nagel einschlagen. Das ist extrem. Das ist ein Symptom einfach auch für unsere Zeit. Das ist so auseinandergeklafft irgendwo. Aber ich glaube, es geht schon noch so einen Schritt weiter. Ich glaube, es ist nicht bloß das, dass du es dann nicht in deinen Alltag oder wirklich in dich reinbringst, dass du selbst irgendwie längerfristige Veränderungen machst, sondern es ist auch die mangelnde Vorstellung, dass der soziale Organismus, also das, dass zu diesem Wirtschaftsleben das andere auch dazu gehört. Also praktisch zu der ganzen Gestaltung der Gesellschaft, dass das was Geistiges wäre. Das ist so eine Abspaltung in so einem größeren Maße, oder? Dass du da einfach so die normalen Produktionsungen und wie das so läuft, weil du denkst, das ist alles wirtschaftlich, weil du da denkst, das ist halt wirtschaftlich. Du musst halt da einfach so und so viel verdienen oder du kannst es dir nicht vorstellen, dass das Geistige da ein Teil davon ist. So, ja, und zwar nicht bloß in dem Teil, dass du da halt vielleicht jetzt so meditiert hast und Frieden machst mit deinem Chef irgendwie, sondern dass du da so eine Gemütsruhe da kriegst, sondern dass das als kreative Kraft, als Beteiligte, als Aktant irgendwie mittendrin. Nein, ich glaube, da wird immer wenig Menschen finden, die sich das nur vorstellen können. Ja, das glaube ich auch. Darum haben wir die Schwierigkeit, dass die Dreigliederung, weil eben in dem Sinn ist es so erstaunlich wahrscheinlich für die meisten Leute, dass das ist ja ganz versponnen. Mhm. Dabei ist es nur aus der Beobachtung dessen gewonnen, was eigentlich heraus will, was eigentlich veranlagt ist. Das Spannende ist, dass das im Grunde kaum gesehen wird. Aber dann müsste man das einfach über die Praxis veranschaulichen. Ja. So ähnlich wie wir es vorhin gesagt haben, was zählt. So. Ja, es ist richtig. Ich meine, und das ist aber noch wenig geschafft worden. Ich meine, das müssen wir halt einfach auch ehrlich zugeben. Weil es wird viel über Dreigliederung schon innerhalb unserer anthroposophischen Kreise gesprochen. Aber dass es so wirklich in der Praxis ankommen ist, ist nur meinem Empfinden noch sehr wenig. Ja. Also das zeigt, wie schwierig das auch für Leute ist, die jetzt wohl doch denken, dass sie irgendwie verstanden haben, auf was das hinausläuft. Aber es wirklich in die tägliche Praxis hineinzubringen, scheint sehr schwierig zu sein. Oder bei ebenso diesen neuen Bewegungen, wie es ist, Purpose-Stiftung, da wird es gemacht, weil es gut tut, weil es wirkt, ohne eben das theoretisch so zu begründen. Hm. Kann man schon auch beobachten. Ja. Wie meinst du das, Renate? Dass die jungen Leute, oder es sind eher jüngere oder mittel, also diese Unternehmer, die zum Beispiel, ich weiß jetzt nur, das beste Beispiel ist eben Ecosia als Unternehmung, wo sich die Besitzverhältnisse geändert haben. Oder das jetzt, also analog dieser Purpose-Stiftung, das wurde sich doch über die Praxis wohl erarbeitet. Und dass das nicht Menschen sind, die jetzt aus der Anthroposophie kommen, wo sich das aber deckt. Also Praxis, weil es wirkt. Die Leute gehen dort super gerne hin, arbeiten mit Esprit und fühlen sich gut. Also es ist ein Magnet, also es wirkt in sich. Und da gibt es ja Leute, die das jetzt wirklich versuchen, andere dahingehend zu beraten. Das ist Und ich wüsste jetzt nicht, dass das anthroposophisch befruchtete Menschen wären. Oder sie arbeiten aus diesem Verstehen heraus. Ja. Wenn das so ist, dass es wirkt, dann muss es ja bei solchen Versuchen auch zu sehen sein. Messen sein. Richtig, ja. Es tut es wohl. Ist denn, ich habe eine Verständnisfrage bei denen, ist jetzt ein spezieller Fall. Läuft es gut, weil die gute Absichten haben und Gutes tun und das gut ankommt, dass die Leute sagen, hey, die Suchmaschine, die möchte ich fördern, weil die Ethik und die Betätigung, die nicht nur Suchmaschine-Funktion erfüllt, sondern darüber hinaus eben auch noch was
ihren Beitrag zur Welt leistet, mit Bäume pflanzen, glaube ich, ja. Ist es, sagen wir mal, dass das total gut ankommt, oder sind die auch von der Innovation und von den Suchergebnissen so auch sehr gut? So, Soweit ich weiß, hat einfach dieser Unternehmer, der die Suchmaschine so erfunden hat, sich zusammengetan mit Leuten, anderen, die eben die Idee, dass das ein, also das Bestreben war, den Umgang mit Eigentum zu ändern. Das war eine gewisse Gruppierung, die hat sich dann auch Purpose Stiftung genannt. Genau, ja. Und die gehen beratend durch Unternehmen. Und Ecosia hat sich dem angeschlossen. Aber Ecosia hat ja, wenn die über 80% ihrer Einnahmen in Bäume pflanzen investieren und 20% deckt locker die internen Ausgaben, dann ist es natürlich sehr sinnstiftend und sinnbringend. Trägt zum Wohlbefinden der Mitarbeiter bei. Aber ja, das ist natürlich nur ein Beispiel von einem Unternehmen. Es gibt recht viele schon, die sich von diesem veränderten Verhalten zum Kapital oder zum, dass es eben keine Aktiengesellschaft gibt. Ja, da gibt es ja schon einige, Das check ich, was mein eigentlicher Punkt ist. Es geht mir jetzt gar nicht um die, ob das jetzt, wie es gemeint ist oder so. Also ich finde das auch ganz, ganz schön. Ich glaube, wenn ich die gesamte Umweltbewegung sehe, oder vielleicht kann man auch das nicht sagen, weil ich kenne sie ja nicht, es gibt ja unterschiedliche Bewegungen, unterschiedliche Denkarten. Was mir entgegenkommt in dem einen oder anderen Fall, ist eine etwas mechanische Denkweise. Hier müssen wir was reduzieren. So. Ist halt eine materialistische Denke. Und die Grundfrage, die ich in der Richtung hätte, ist, kann das zielführend sein? Und da ist ja zum Beispiel der Unterschied von der biodynamischen Landwirtschaft zur normalen Biolandwirtschaft derjenige, dass bei der normalen Biolandwirtschaft man ja das Bewusstsein hat, so wenig Mensch wie möglich, so wenig Pestizide wie möglich, so wenig Schaden an der Natur wie möglich. Beim biodynamischen ist es ja anders. Da kommt ja dieser Entwicklungs- und Gestaltungsaspekt hinein. Und das ist ja ganz zentral. Das heißt, wie stelle ich mir als Mensch, ich stehe im Mittelpunkt, das Miteinander mit Pflanze, Tier und Mensch und Kosmos eigentlich vor? Und ich will darauf raus, ob diese Bewegung, die es jetzt gibt, Purpose, Modusartig, wenn die nämlich basieren auf der Ideologie im Prinzip, ne, dieses Denkens, ja, ach, da ist jetzt eine Umweltgefahr, ja, da müssen wir mal was dagegen stellen, müssen wir mal so nach Maß und Zahl CO2-reduzierende Maßnahmen tun. Da denke ich. So habe ich jetzt nicht den Eindruck. Ja. Dann denke ich mir, das wird mich noch nicht so ganz mitnehmen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das vorrangig ökologisch gesinnte Menschen sind, sondern dass die begeistert sind, dass man mit Besitz anders umgehen kann. Dass das sofort, das ist wirklich an dem jetzt gerade eben festgemacht. Ja. Ich habe mich da nicht so ganz umfassend beschäftigt. Aber ich finde da einfach viel wieder von dieser Idee Dreigliederung, also umgesetzt wird. Ja, das Zentrale ist ja bei der Purpose-Bewegung, dass dieser Kapitalismus, dass nicht das Unternehmen denjenigen gehört, ja, die das Kapital geben, sondern das Unternehmen gehört den Menschen, die dort arbeiten. Das ist ja so habe ich das verstanden. Ja. Die eigentliche Idee. Ja, also nicht einmal jetzt das Grüne, ja, das ist jetzt bei Ecosia ja natürlich schön, dass man da gleich sieht, dass man da auch Bäume hilft, mitzupflanzen, ja. Aber ich glaube, die Leute, die sind ja motiviert, weil die wissen, das ist mein Unternehmen, ja, ich bin da dabei mit dieser Idee, die ist für mich wichtig. Und ich als Benutzer von der Suchmaschine habe ja auch dann die Gewissheit,
dass es da um die Idee der Suchmaschine geht und wenn da Gewinn abgeworfen wird, dann geht was zu etwas, was ich auch unterstützen kann. Ja? Also ich weiß da als Benutzer auch, okay, da geht nicht einfach Rendite zu irgendwelchen Leuten, die da Kapital hineingesteckt haben. Ja, ich sehe da auf beiden Seiten Vorteile. Ja, soweit ich weiß, geht es doch in die Richtung, dass das Unternehmen sich selbst gehört, nicht den Mitarbeitern. Mhm. Weil die können wechseln, die Mitarbeiter. Aber das, dadurch kann der Betrieb auch nicht verkauft werden in dem Sinn. Das sagt, jetzt kommt wer bietet was, Gott, wie viel Geld dafür, verkaufen wir es und leben wir dann gut davon. Sondern es gehört eigentlich, der Betrieb gehört sich selber. Und das war sehr schwierig, das rechtlich durchzuführen, weil das eigentlich also im deutschen Recht zumindest gar nicht vorgesehen ist. Es war mal schwierig, das auf die Beine zu kriegen, dass das rechtlich überhaupt durchgeht. Das ist auch noch nicht durch. Ja, es ist auch noch nicht wirklich durch. Also, dass das so hingekriegt haben, ist eine Hilfskonstruktion im Grunde noch. Also, soweit ich weiß, hat Bosch als Unternehmen das ja auch seit Jahrzehnten im internen Programm und beschäftigt da ein ganzes Büro an Rechtsanwälten, um das umsetzbar zu machen. Ja. Weil es rechtlich so schwierig ist, dass diese Purpose-Stiftung dahingehend arbeitet und andere Unternehmen unterstützt, das zu schaffen. Ja. Das legal zu machen. Mhm. Aber da denke ich jetzt nochmal, das sind Aspekte dieser Dreigliederung umgesetzt. Mhm. Ja, denke ich auch, ja. Jetzt sehe ich es auch unabhängig, das ist eine wirtschaftliche Idee, die ist unabhängig von der ökologischen Idee. Die ist zwar da jetzt in dem speziellen Fall verbunden, aber nicht aus Notwendigkeit sozusagen. Das sind zwei Schienen. Ja, und das Kapital, das. Bereich, das wollte ich einfach nur noch erwähnen. Mag ja sein, aber es ist nicht offensichtlich. Sondern die Ideen sind erkannt und umgesetzt. So, ja, und das glaube ich, vermute ich, dass es gibt, vielleicht öfter, als wir jetzt das mitbekommen, im Kleinen, in anderen Ländern vielleicht, in Ansätzen, als irgendwas Organisches, das einfach funktioniert. Mhm. Sonst wäre ich überrascht, wenn es nicht funktionieren würde. Mhm. Ja. Mhm. Aber Oliver wollte noch was sagen. Nein, das ist gut so weit. Ja. Okay. Klar, wir sind ja auch mit der Zeit rum. Ja. Lass uns ruhen. Mhm. Wer möchte zusammenfassen? Ich mache es, wenn es kein anderer machen möchte. Oder das darf ich nicht sagen, François, oder? Danke. Oh ja. Hast du gesagt, das soll ich nicht sagen, oder? Hast du mir nochmal gesagt? Also ich sage danke. Ich mache es. Danke. Ich möchte es machen. Danke, ja. Danke. Und wir besprechen jetzt anschließend noch den Diskussionstermin. Genau. Ja? Mhm. Gut, dann lege ich mal hier auf, den lasten im Augenblick. Ich verabschiede mich, euch schönen Tag. Bis. Ich hole mal schnell noch was zu trinken, bis es weitergeht.